20. November, Tag der Kinderrechte, Würde und Rechte der Kinder kindgerecht. In Erinnerung an 10 Südtiroler Kinder, die damals im Nationalsozialismus deportiert wurden und ermordet wurden, gilt es, den Rechten der Kinder heute eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ich finde, ein öffentliches Publikum hat kein Recht auf private Details aus einer Krankengeschichte. Eigentlich niemand. Wenn es jemanden so genau interessiert, möge er doch selber nachrecherchieren. Jeder Tote hat Rechte, hat ein Recht auf Privacy und auf eine Schweigepflicht. Wieso also nicht auch Opfer und wieso eigentlich wieder keine Rechte? So spricht die Nichte eines deportierten und ermordeten Onkels, der mit 14 Jahren in Kaufbeuren umgebracht wurde als Versuchsobjekt. Diese Kinder hatten ein stummes Leben und wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt wertlos und rechtlos. Ein System hatte es entschieden. Ein von oben herab diktiertes System. Wie steht es nun mit dem heutigen System und den Kinderrechten? Ein Kind fragt nach. Mich würde interessieren, ob alle Kinderrechte gleich sind und wie viele sind. Mhm. Und ja. Mhm. Ja, also die Frage kriege ich effektiv auch öfters. Wie viele Kinderrechte gibt es denn? Sind die alle gleich wichtig? Gibt es wichtigere? Die Rechte finden sich unter anderem in der Kinderrechtskonvention. Das ist ein schwieriges Wort, aber ist nichts anderes als wie eine Vereinbarung, wo bis jetzt 196 Staaten mit unterzeichnet haben und sich verpflichten, sich an die Rechte zu halten. Also das ist jene Vereinbarung weltweit, wo es bisher am meisten Staaten unterschrieben haben. Also ganz ein wichtiges Dokument. Und in einem Dokument, wir sagen auch, das ist unsere Bibel, da finden sich die wichtigsten Kinderrechte. Das geht von Recht auf Leben und Entwicklung, von Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheit, und da ist gemeint die körperliche Gesundheit, aber auch die psychische Gesundheit, die soziale Gesundheit, also im weiten Sinne Gesundheit, ist Recht auf Privatsphäre, was auch ganz viele nicht wissen, dass Kinder ein Recht auf Privatsphäre haben, ein Recht auf Beteiligung, und die Rechte sind effektiv alle gleich wichtig, die müssen alle gewahrt werden. Und mein Lieblingskinderrecht ist eins, was ganz oft vergessen wird, und da schmunzeln oft die Erwachsenen, aber das ist ein wichtiges Recht, nämlich das Recht auf Freizeit. Mhm. Die Kinder haben das Recht, sich auch zu entspannen, einfach einmal, ich sage mal, die Seele baumeln zu lassen und nichts zu tun. Und wir gehen ja auch alle in die Schule, dass wir dann noch später, weil wir dann erwachsen sind, arbeiten können. Und wie ist das dann mit den behinderten Kindern? Können die dann auch arbeiten gehen, oder? Ja, das hoffe ich ganz, ganz stark, weil ich bin der Meinung, ganz unabhängig, jedes Kind hat ein Talent, ob es Deutsch, Italienisch, Ausländisch, mit Behinderung oder ohne ist. Jeder hat irgendwo Einschränkungen, aber jeder hat auch ein Talent. Und das Wichtigste ist, dass man aus dem Talent, aus der Fähigkeit, und ich glaube, dass jeder die Fähigkeit hat, etwas machen kann, wo man später auch dranbleiben kann, vielleicht in die Arbeit einbringen kann. Und das ist ein Teil der Gesellschaft. Also das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, jeder ist unterschiedlich, aber jeder ist einzigartig und jeder kann auch etwas besonders gut. Und deswegen müssen wir schauen, dass man alle Kinder darin unterstützt, in dem, was sie gut kennen. Die behinderten Kinder haben die gleichen Chancen wie die anderen Kinder. Wir versuchen zumindest, sie so zu unterstützen, damit sie gute Chancen haben. Sie brauchen sicherlich eine zusätzliche Unterstützung in ein paar Bereiche. Sie haben oft einmal eine Person mit dabei, beispielsweise, die sie unterstützt, auch bei den ganz praktischen Dingen, beispielsweise, wenn jemand im Rollstuhl ist oder wie auch immer. Aber wichtig war, dass auch andere Schülerinnen und Schüler sie ein bisschen unterstützen, weil es auch darauf ankommt, wie man gemeinsam Gruppe bildet und Klasse ist. Und auch wenn jemand einmal eine Unterstützung bedarf, ist das überhaupt nicht schlimm. Das gehört auch im Leben dazu. Jeder braucht einmal Unterstützung in der einen oder anderen Form. Wo ist eigentlich die Grenze zwischen freier Meinung und Mobbing?
Ja, ist immer schwierig, diese Grenze zu ziehen. Nicht? Grundsätzlich, freie Meinung heißt, dass man sagen kann, was man denkt, und ist natürlich extrem wichtig, weil totalitäre Systeme entscheidet dann irgendjemand, was man sagen darf und was nicht. Und das ist dann ganz unterschiedlich, nicht? So wie im Nationalsozialismus. Ja. Sein, was sie Gewalt oder Ausgrenzung waren als positiv konnotiert, also das waren Werte plötzlich und nicht negative Sachen. Ja. Deswegen kann man das schwer inhaltlich sagen. Was man vielleicht grundsätzlich sagen kann, ist in dem Moment, wo meine Meinung jemand anderen verletzt, wo es schlecht ist für einen anderen, dann das ist die klare Grenze, wo es nicht mehr um freie Meinung geht, weil ich versuche ja, jemand anders unfrei zu machen. Ich versuche, dass es ihm nicht so gut geht. Und tatsächlich, 1939 wurden die Kinder in keinster Weise eingebunden. Sie hatten keine Stimme. Eltern hatten sogar die Meldepflicht, sobald behinderte Kinder in ihrer Familie waren. Diese wurden erfasst, kategorisiert von Beamten. Und dementsprechend wurde er über ihr Leben bestimmt. Wie ist es nun mit dem Einbinden und dem Hören von Rechten und Stimmen von Kindern? Ein Kind fragt nach. Und was tust du, Sam? Also ich kümmere mich den ganzen Tag darum, Entscheidungen zu treffen, wie es morgen vielleicht im Schulbereich oder in der Kultur oder wie auch immer in Kindern und Jugendlichen unter anderem gut geht. Ich bin auch für andere Bereiche zuständig, aber das ist auch ein Bereich unter anderem. Und vorher, weißt du eigentlich, was richtig und was falsch ist? Eine schwierige Frage. Naja, es geht jetzt ja an sich nicht wirklich die absolute Sicherheit haben wir ja nicht, auch die Richter nicht, was richtig, was falsch ist. Wir müssen uns allem an die Gesetze halten. Also es gibt Regeln, es gibt einfach so ein Regelwerk, das sind Gesetze und andere Vorschriften, und wir müssen uns an die halten. Ja. Kann ja manchmal sein, dass ich mit einem Gesetz nicht unbedingt einverstanden bin. Ja. Es kann ein kleines Beispiel, ne? Zum einen, manchmal ist für einen Raub, das heißt, wenn ich was stehle, dann kriege ich eine relativ geringe Strafe. Wenn ich etwas stehle und den anderen einen kleinen Schubs gebe, dann wird die Strafe 10-mal so hoch. Jetzt natürlich, wenn jemand mit der Pistole bedroht, ist richtig, dass die Strafe so hoch ist. Wenn ich leider so einen kleinen Schubs gebe, dann ist manchmal die Strafe nicht verhältnismäßig. Ne? Was meinst du so mit einem kleinen Schubs geben? Ja, dass ich sag zu einem, du bitte gib mir eine Zigarette, weil ich rauche und ich sehe, du hast gerade eine. Der andere sagt, geh wieder nicht, dann nimm ihn mal eine und schupf ihn weg. Nicht? Jetzt ist eine Straftat, ist natürlich schlimm, aber deswegen muss ich jetzt nicht gerade 3 Jahre ins Gefängnis oder 4 Jahre ins Gefängnis gehen. Ne? Ja. Also ab und zu hat man das Gefühl, eine Strafe ist nicht angemessen, ist zu hoch. Dann kann ich nicht sagen, ich tue jetzt aber das Gesetz nicht anwenden. Ihnen als Richter, allem einen großen Ermessensspielraum, und gerade für Jugendliche kommt es ja normal nicht zu einer Verurteilung, sondern Jugendliche muss eine positive Entwicklung machen. Wir sagen, du musst das tun, du musst die anstrengen, du musst zur Schule gehen, du musst ein bisschen Freiwilligenarbeit machen. Wenn er das alles macht, dann kriegt er gar nicht keine Verurteilung. Ne? Man kann sich nicht die Frage stellen, wie es den Eltern damals ging, als sie melden mussten, ihre behinderten Kinder. Aber welche Verantwortung hatten diese Eltern? Und so spricht ein Bruder eines Ermordeten: Oft denke ich an unsere Eltern. Was haben sie gedacht? Was haben sie in ihrem Innern erlebt? Welche Rolle und welche Aufgaben haben Eltern, um die Rechte der Kinder zu schützen und zu bewahren und zu fördern? Ein Kind fragt nach. Und ich wollte fragen, wer du bist und was du tust. Ich bin die Elisabeth. Ja. Ich bin in erster Linie Mami. Ich habe 3 kleine Kinder, die 5, 6 und 10 Jahre alt sind.
Und dann darf ich mit meinem Bruder noch zusammen die Firma Sportler führen. Und das macht mir mords Spaß. Und was tust du als Mami? Als Mami? In erster Linie einmal für meine Kinder da sein, wenn sie mich brauchen. Die haben gemerkt, wenn man mit den Kindern redet, dann seid ihr als Kinder brutal schlau und dann versteht ihr das auch. Und ich glaube, dass gerade das Thema Kommunikation oft einmal ganz wichtig ist, weil wenn man eigentlich die Sachen erklärt, oder jetzt zumindest bei meinen gemerkt, eben, dann verstehen die das schon, auch wenn sie nur so klein sind. Ja. Kinder verstehen Sachen, wenn man sie ihnen erklärt. Unglaublich. Ja. Du hast selber Zwillinge. Und was würdest du machen, wenn eins von dir oder beide etwas Schlimmes machen würde? Manche Straftat begehen oder so? Ja. Ja, das ist immer schwierig, weil wenn man Eltern ist, dann hilft einem alles andere nichts. Also du kannst Jugendrichter sein, du kannst Kinderpsychologe sein, ein Erzieher in einer Wohngemeinschaft. Aber wenn es dann um die eigenen Kinder geht, dann ist man vor allem einmal Eltern. Und dann macht man genau die gleichen Fehler wie alle anderen Eltern. Und eigentlich die berufliche Erfahrung und die Ausbildung hilft dann oft nicht viel, weil man dann regiert aus Gefühlen, nicht? Weil als Eltern bezieht man sich zu den Kindern, ist ja eine starke Gefühlsbeziehung und nicht eine rationale Erziehungsbeziehung oder so. Nicht? Man muss sich vorstellen, wie die politischen Wirren vor dem Zweiten Weltkrieg das soziale Leben beeinflussten, wie die Medienlandschaft durch ihre Propaganda, aber wie auch die Wirtschaft durch ihre Armut deutlich in das Familienleben eingriffen. Wie ist es denn heute mit den Risiken, die der Gesellschaft läuft, dass Kinderrechte nicht erkannt und bewahrt werden? Ein Kind fragt nach. Und wie kommt sowas dazu, dass man vielleicht erst nicht finanzielle Probleme gehabt hat und dann auch schon? Also es gibt ganz verschiedene Auslöser und Ursachen, nenne ich sie mal so, die dazu führen, dass man in einer finanziellen Schwierigkeit gerät. Das kann zum Beispiel sein, dass es gibt Mami und Papi, die haben eine Familie, die haben Kinder und die haben sich lieb und die arbeiten auch beide, die haben ein Haus gekauft zusammen und nach vielen Jahren geht diese Beziehung auseinander und sie trennen sich. Und die Mami bleibt auf einmal allein mit den Kindern und der Papi zahlt den Unterhalt nicht und es fehlt ein Einkommen in der Familie. Das kann dazu führen, zum Beispiel, dass man dann finanziell nicht mehr so gut dasteht wie davor. Eine andere Situation ist zum Beispiel, mir ist allem gut gegangen, ich habe eine Arbeit gehabt, aber zum Beispiel durch die Pandemie jetzt oder andere Gründe, die Firma muss zutun, habe ich auf einmal die Arbeit verloren und die finden keine neue Arbeit mehr. Oder es kann auch passieren, dass ich auf einmal krank werde. Ich werde krank und ich kann nicht mehr arbeiten. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, habe ich weniger Einkommen. Wenn ich weniger Einkommen habe, kann ich mir bestimmte Sachen nicht mehr leisten. Und so gibt es verschiedene Situationen, die dazu führen, dass man eben in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Gab es da eine Lösung? Also grundsätzlich, wenn man von Armut betroffen ist, wir unterscheiden ein bisschen. Es gibt verschiedene Formen der Armut, gell? Also es gibt einmal, meistens reden wir von finanzieller Armut eben, wo Menschen zu wenig Einkommen haben oder gar kein Einkommen haben und sich deswegen nicht viel leisten können. Es gibt aber auch die Bildungsarmut oder die Gesundheitsarmut. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich Eltern habe, die eben auch selber keine Bildung genossen haben und dementsprechend auch eine Arbeit verrichten, wo sie wenig Geld verdienen, manchmal auch die Ausbildung für die Kinder nicht bezahlen können. Und es gibt Studien, die sagen zum Beispiel, dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen meistens ihr Leben lang auch arm bleiben, also nicht so eine große Chance haben auf Bildung wie andere Kinder. Bei der Gesundheitsarmut hingegen geht es darum, dass zum Beispiel immer dann, wenn auch dort Geld nicht vorhanden ist manchmal,
die Eltern den Kindern die Zahnspange nicht zahlen können oder wenn sie eine besondere Therapie brauchen, einen Physiotherapeuten, das man privat zahlen muss und nicht von der öffentlichen Hand bezahlt wird, eben nicht sich leisten können. Also da gibt es oft so Situationen, wo Kinder aus ärmeren Verhältnissen eben nicht teilhaben können. Da gibt es auch die soziale Armut. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet zum Beispiel, wenn du jetzt in deiner Klasse bist und der Lehrer entscheidet, zum Beispiel einen Ausflug zu machen, gell, für ja, sag jetzt mal 2-3 Tage, fahrt sie irgendwo hin, die ganze Klassengemeinschaft fahrt dahin und meistens müssen dann halt die Eltern für die Kinder einen kleinen Beitrag zahlen für einen Ausflug. Und nicht alle Kinder können sich das leisten. Oder die Eltern, besser gesagt, können sich das für die Kinder nicht leisten. Und dann passiert es, dass die Kinder dann sagen müssen, sie dürfen bei diesem Ausflug nicht mitfahren. Und du kannst dir dann vorstellen, was das mit den Kindern macht. Ja. Die sind dann sozial ausgeschlossen, die fühlen sich dann vielleicht einsam oder alleine gelassen. Und dann spricht man von sozialer Armut. Man kann ja seine freie Meinung äußern, aber wie passt das zusammen mit dem Schutz meiner Privatsphäre? Auf Social Media? Ja. Ja, das ist eine gute Frage, weil die ganzen Social Medias, also Instagram, Facebook oder YouTube oder TikTok und Snapchat, die wollen eigentlich leider, dass wir so viel von uns preisgeben, weil unsere Daten ist das Gold, das ist das neue Gold. Und deswegen dienen sie alles, damit wir möglichst motiviert sein, viele Sachen von uns preiszugeben. Ja. Und da beißt sich das ein bisschen. Mhm. Und deswegen kann man, glaube ich, probieren, nur das Nötigste von sich preiszugeben. Ja. Ja, und vielleicht mal darüber nachzudenken, was ist ein Geheimnis und was soll ein Geheimnis bleiben? Und was sind Dinge, die vielleicht allein meine Freundinnen und Freunde wissen dürfen? Ja. Und was sind vielleicht Dinge, die die ganze Welt wissen darf? Ja. Wenn man sich das so überlegt, da kann man sich so ein paar Gedanken machen. Was soll ich posten und was soll ich nicht posten auf Social Media? Ja. Aber mein Tipp wäre, so wenig wie möglich von sich preiszugeben. Ja. Ich finde es schon interessant zu wissen, dass die ganzen kostenlosen Apps, die wir nutzen, WhatsApp, Instagram, ja, TikTok, Snapchat, sind alle kostenlos. Und wir müssen jetzt wirklich alle die Frage stellen, warum ist das kostenlos? Weil ich zum Bäcker gehe, da gibt mir Geld, da gibt mir Brot. Ja, das ist ein Tauschhandel. Und bei den Apps, die kostenlos sein, da müssen wir natürlich fragen, warum das so ist. Und die kann auch verraten, warum das so ist. Weil die sammeln ja unsere Daten. Ja, es geht leider darum, dass sie mehr Daten von uns kriegen. Und das heißt auch, dass die Apps so programmiert sein, dass sie viel Zeit mit denen verbringen und immer öfters einsteigen. Weil je öfter ich das nutze, je öfter ich auf Instagram bin, je mehr ich liken tue, je mehr auf Google Sachen eingebe zum Suchen, desto mehr wissen die Bescheid über mich. Und das heißt, dass alle die kostenlosen Apps, die wir nutzen, also fast alle, die sind alle so programmiert, die haben so Mechanismen drinnen, dass wir alle wieder reinschauen. Das ist ein riesen Konzern, der die Programme machen. Mhm. Und das sind nicht nur Programmierer, sondern sind auch Psychologen, die wissen ganz genau, wie kann ich die Leute umfixen, dass sie alle wieder einsteigen und alle mehr das Programm nutzen. In der Zwischenkriegszeit hatten weder Eltern noch Kinder irgendwelche öffentlichen Anlaufstellen. Die öffentliche Hand war nicht bereit, ihre Zweifel, ihre Sorgen, ihre Meinungen zu hören, aber auch zu teilen. Wie ist es denn heute? Ist die öffentliche Hand da, um elternfreundlich und kindgerecht Sorgen, Zweifel und Meinungen zu hören? Ein Kind fragt nach. Und wenn Kinder solche Gespräche brauchten oder brauchen, aber die Eltern sowas nicht nie machen täten oder so? Das ist ganz etwas Wichtiges, was du ansprichst. Mhm. Zum Glück gibt es die Möglichkeit, auch zur Kinder- und Jugendanwältin, zur Kinder- und Jugendanwaltschaft zu gehen, auch ohne Zustimmung von den Eltern oder auch gegen die Zustimmung. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, gerade wenn es Schwierigkeiten in der Familie selber gibt. Und muss man da bezahlen? Weil viele Familien haben, glaube ich, vielleicht nicht einmal das Geld dazu. Mhm. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt und danke, dass du mich daran erinnert hast, das auch zu sagen. Wir sind ein öffentliches Amt, das heißt, alle Leistungen von uns, die sind kostenlos, ob es jetzt eine Beratung ist oder ein Vermittlungsgespräch oder ob wir eine Stellungnahme verfassen, das ist alles unentgeltlich, was wir machen. Mhm. Und warten die Leute dann oder können die dann einmal reden oder müssen die Glück haben oder so?
Nein, also mir ist wichtig, das sage ich auch meinen Mitarbeiterinnen, dass wir schnell reagieren, ja. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, oft kommen Personen dann zu uns, wenn schon ganz viel passiert ist und dann, wenn sie kommen, dann ist es ganz dringend, dann müssen wir schnell reagieren. Ja. Und wenn man bei uns anruft, machen wir allem gleich einen Termin aus. Ja. Wenn es nicht den gleichen Tag ist, dann ist es am Tag danach. Wenn zum Beispiel Leute Hilfe brauchen, von zum Beispiel Ihnen, müssen die dann dafür zahlen, dass sie zu Ihnen können, oder können die einfach so kommen? Also bei uns können alle kommen, die finanzielle Hilfe brauchen. Und die brauchen auch gar nichts zahlen. Das ist eine kostenlose Beratung. Und in diesem Gespräch kann man mal ganz in einem, ja, sage ich mal, in einem diskreten Ort die Situation erklären, weil viele schämen sich ja, zu uns zu kommen, zu erzählen, dass es ihnen finanziell nicht gut geht oder dass sie nicht teilhaben können an dieser Gesellschaft. Und bei uns haben sie einfach mal die Möglichkeit, sich richtig auszusprechen. Und wir versuchen dann zu verstehen, um was es genau geht. Und wir haben auch die Möglichkeit, diesen Menschen dann finanziell unter die Arme zu greifen. Ja, und wir helfen. Das war schon ein wichtig. Das ist ganz weil wichtig. Wenn jemand eh kein Geld hat und jemanden zum Reden braucht und halt auch mich hat, dann war es eigentlich auch wichtig, dass er es halt kann. Ja. Ohne, wenn er jetzt erst recht kein Geld hat, dass er halt dann die Möglichkeit hat. Richtig, also wir haben in Südtirol ein ganz ein tolles soziales Netz. Es gibt ja nicht nur uns, die Caritas, es gibt viele private und öffentliche Einrichtungen und Institutionen, wo die Menschen, die eben Schwierigkeiten haben, jeglicher Art sich hinwenden können. Es ist aber ganz wichtig, dass der Mensch erkennt, dass er Hilfe braucht und dass er die Hilfe auch annimmt. So haben wir in Südtirol nun viele Hilfsnetzwerke und Vereine, die uns unterstützen, die den Kindern ein Gehör schenken und Rechte verleihen. Damals haben Vereine, Nachbarschaftshilfe, Hilfsnetze versagt. Kinder hatten also keine Rechte. Kinder, die aber keine Rechte hatten, haben ein Gesicht, haben Gedanken, haben Gefühle, sind schlichtweg da. Die Kinder selbst sind es also, die Botschafter ihrer eigenen Rechte. Es gilt für Erwachsene, zuhören zu können, verstehen zu können und generationengerecht antworten zu geben.